Drittes Kapitel, Konfliktministerium, Teil 1. Bei der Verteilung der Ministerien, wofür die Auswahl an Kandidaten klein war, verursachte das Finanzministerium den geringsten Aufenthalt. Es wurde Herrn Karl von Bodelschwing, Bruder des im März abgetretenen Ministers des Inneren, Ernst von Bodelschwing, zugeteilt, der es unter Manteuffel von 1851 bis 1858 gehabt hatte. Es zeigte sich freilich bald, dass er und der Graf Itzenblitz, dem das Handelsministerium zufiel, nicht imstande waren, ihre Ministerien zu leiten. Beide beschränkten sich darauf, die Beschlüsse der sachkundigen Räte mit ihrer Unterschrift zu versehen und nach Möglichkeit die Divergenzen zu vermitteln, in welche die Beschlüsse der teils liberalen, teils in engen Ressortgesichtspunkten befangenen Räte mit der Politik des Königs und des Staatsministeriums geraten konnten. Die sehr sachkundigen Mitglieder des Finanzministeriums gehörten innerlich der Mehrzahl nach der Opposition gegen das Konfliktministerium an, betrachteten dasselbe als eine kurze Episode in der liberalen Fortbildung der bürokratischen Regierungsmaschine. Und wenn die tüchtigsten unter ihnen zu gewissenhaft waren, um die Tätigkeit der Regierung zu hemmen, so leisteten sie doch einen passiven Widerstand, wo ihr amtliches Pflichtgefühl ihnen einen solchen erlaubte und der immerhin nicht unerheblich war. Aus dieser Sachlage ergab sich das wunderliche Verhältnis, dass Herr von Bodelschwing, der nach seiner persönlichen Stellung die äußerste Rechte unter uns Ministern bildete, in der Regel mit seinem Votum die äußerste Linke einnahm. Ebenso war der Handelsminister Graf Itzenblitz nicht imstande, das Steuer seines überladenen ministeriellen Fahrzeugs selbstständig zu führen, sondern trieb in der Strömung, welche seine Untergebenen ihm herstellten. Wenn es vielleicht unmöglich war, für die mannigfaltigen Verzweigungen des damaligen Handelsministeriums einen Chef zu finden, der in allen ihm unterstellten Disziplinen zur Führung seiner Untergebenen befähigt gewesen wäre, so stand der Graf Itzenblitz den von ihm zu lösenden Aufgaben viel fremder gegenüber als zum Beispiel von der Haid und verfiel ziemlich hilflos der in technischen Fragen sachkundigen Leitung der Dezernenten, namentlich Delbrücks. Außerdem war er eine weiche Natur ohne die zur Leitung eines so großen Ressorts nötige Energie. Selbst den Unredlichkeiten gegenüber, welche damals einzelnen hervorragenden Mitarbeitern des Handelsministeriums Schuld gegeben wurden und welche den persönlich ehrliebenden Chef aufs Höchste beunruhigten, wurde ihm das Einschreiten sehr schwer, weil die technische Leistung der ihm selbst verdächtigten Beamten ihm unentbehrlich schien. Unterstützung meiner Politik hatte ich persönlich von den in Rede stehenden beiden Kollegen nicht zu erwarten, weder nach ihrem Verständnis für dieselbe, noch nach dem Maße von Wohlwollen, welches sie für mich als jüngeren und ursprünglich dem Geschäft nicht angehörigen Präsidenten übrig hatten. Als Minister des Innern fand ich Herrn von Jago vor, der durch die Lebhaftigkeit seines Tones, seinen Wortreichtum und die rechthaberische Färbung seiner Diskussion sich binnen kurzem die Abneigung seiner Kollegen in dem Grade zuzog, dass er durch den Grafen Fritz Eulenburg ersetzt werden musste. Charakteristisch für ihn ist ein Erlebnis, das wir mit ihm hatten, nachdem er ausgeschieden und in die Stelle des Oberpräsidenten in Potsdam eingerückt war. In wichtigen Angelegenheiten der Stadt Berlin schwebten Verhandlungen, in welchen er das ressortmäßige Mitglied zwischen der Regierung und den Gemeindebehörden war. Die Dringlichkeit der Sache brachte es mit sich, dass das Staatsministerium den Oberbürgermeister ersuchte, sich nach Potsdam zu begeben und über einen entscheidenden Punkt die Anträge des Oberpräsidenten mündlich einzuholen und darüber in einer zu dem Zweck angesagten Abendsitzung des Ministeriums zu berichten. Der Oberbürgermeister hatte eine zweistündige Audienz, aber zur Berichterstattung darüber in der Sitzung erscheinend, erklärte er, eine solche nicht machen zu können, weil er während der zwei Stunden, die zwischen den beiden Zügen lagen, dem Herrn Oberpräsidenten gegenüber nicht zu Worte gekommen sei. Er habe es wiederholt und bis zur Unhöflichkeit versucht, seine Frage zu stellen.
sei aber von dem Vorgesetzten stets und mit steigender Energie mit den Worten zur Ruhe verwiesen worden: »Erlauben Sie, ich bin noch nicht fertig, bitte mich ausreden zu lassen.« Dieser Bericht des Oberbürgermeisters erzeugte einen geschäftlichen Verdruss, rief aber doch in der Erinnerung an eigene frühere Erlebnisse einige Heiterkeit hervor. Mein landwirtschaftlicher Kollege von Selchow entsprach in seiner Begabung nicht dem Rufe, welche ihm in der Provinzialverwaltung vorhergegangen war. Der König hatte ihm das zurzeit wichtigste Ministerium des Inneren zugedacht. Nach einer längeren Unterredung, in welcher ich die Bekanntschaft des Herrn von Selchow machte, bat ich seine Majestät davon abzusehen, weil ich ihn der Aufgabe nicht für gewachsen hielt, und schlug statt seiner den Grafen Friedrich Eulenburg vor. Beide Herren standen mit dem Könige in maurischen Beziehungen und wurden bei den Schwierigkeiten, welche die Vervollständigung des Ministeriums hatte, erst im Dezember zum Eintritt bewogen. Der König hatte Zweifel an Graf Eulenburgs Sachkunde auf dem Gebiete des Innern, wollte ihm das Handelsministerium und dem Grafen Itzenplitz die Landwirtschaft und Selchow das Innere geben. Ich entwickelte demgegenüber, dass die ressortmäßige Sachkunde als Handelsminister bei Eulenburg und Selchow auf ziemlich gleicher Stufe stehen und jedenfalls mehr bei ihren Räten als bei ihnen selbst zu suchen sein würde, dass ich in diesem Falle viel mehr Gewicht auf persönliche Begabung, Geschick und Menschenkenntnis legte als auf technische Vorbildung. Ich gebe zu, dass Eulenburg arbeitsscheu und vergnügungssüchtig sei. Er sei aber auch gescheit und schlagfertig. Und wenn er als Minister des Innern in der nächsten Zeit als der Vorderste auf der Bresche stehen müsse, so würde das Bedürfnis, sich zu wehren und die Schläge, die er bekommen, zu erwidern, ihn aus seiner Untätigkeit heraussporen. Der König gab mir endlich nach, und ich glaube auch heute noch, dass meine Wahl den Umständen nach richtig war. Denn wenn ich auch unter dem Mangel an Arbeitsamkeit und Pflichtgefühl meines Freundes Eulenburg mitunter schwer gelitten habe, so war er doch in den Zeiten seiner Arbeitslust ein tüchtiger Gehilfe und immer ein feiner Kopf, nicht ohne Ehrgeiz und Empfindlichkeit, auch mir gegenüber. Wenn die Periode der Entsagung und angestrengten Arbeit länger als gewöhnlich dauerte, so verfiel er in nervöse Krankheiten. Jedenfalls waren er und Rohn die hervorragendsten in dem Konfliktministerium. Rohn aber war der einzige unter meinen späteren Kollegen, der bei meinem Eintritt in das Amt sich der Wirkung und des Zweckes desselben und des gemeinsamen Operationsplanes bewusst war und den letzteren mit mir besprach. Er war unerreicht in der Treue, Tapferkeit und Leistungsfähigkeit, womit er vor und nach meinem Eintritt die Krise überwinden half, in welche der Staat durch das Experiment der neuen Ära geraten war. Er verstand sein Ressort und beherrschte es, war der beste Redner unter uns, ein Mann von Geist und unerschütterlich in der Gesinnung eines ehrliebenden preußischen Offiziers. Mit vollem Verständnis für politische Fragen wie Eulenburg war er konsequenter, sicherer und besonnener als dieser. Sein Privatleben war einwandfrei. Ich war mit ihm von meinen Kinderjahren her, als er mit topografischen Aufnahmen beschäftigt, sich im Hause meiner Eltern aufhielt, persönlich befreundet und habe nur unter seinem Jähzorn zuweilen gelitten, der sich leicht bis zur Gefährdung seiner Gesundheit steigerte. In der Zeit, während der ich krankheitshalber das Präsidium an ihm abgegeben hatte, 1873, machten sich Streber wie Herr Arnim und jüngere Militärs dieselben, die mit ihren Verbündeten in der Kreuzzeitung und durch die Reichsglocke gegen mich arbeiteten, an ihn heran und suchten ihn mir zu entfremden. Seine Präsidialstellung nahm ohne meine Mitwirkung ein Ende auf die Initiative meiner übrigen Kollegen, welche bei ihm, dessen Heftigkeit sich mit den Jahren steigerte, und der seinerseits von unseren Mitarbeitern in Zivil nicht imponiert war, die Formen vermissten, auf welche sie im kollegialen Verkehr Anspruch machten und bei mir und durch Eulenburg vertraulich bei dem Könige anregten, dass ich das Präsidium wieder übernehmen möchte. Daraus entstand zu meinem Bedauern und ohne meine Absicht, hauptsächlich durch Zwischenträgereien,
in Rohns letzten Jahren nicht gerade eine Erkältung, doch eine Zurückhaltung und bei mir die Empfindung, dass mein bester Freund und Kamerad den Lügen und Verleumdungen, welche über mich systematisch verbreitet wurden, nicht mit der Entschiedenheit entgegentrat, welche ich, wie ich glaube, im umgekehrten Falle betätigt haben würde. Der Kultusminister von Müller hatte viel Ähnlichkeit mit Goßler in der Art, wie er sich geschäftlich gab, nur dass die Energie und die geschäftliche Liebhaberei seiner gescheiten und, wenn sie wollte, liebenswürdigen Frau auf ihn wirkte und er ihrer stärkeren Willenskraft vielleicht unterlag. Ich wusste das anfangs allerdings nicht aus direkter Wahrnehmung, sondern konnte es nur nach dem Eindruck schließen, den beide Persönlichkeiten mir im Verkehr gemacht hatten. Ich erinnere mich, dass ich schon in Gastein im August 1865 bis zur Unhöflichkeit darauf bestehen musste, allein mit Herrn von Müller über einen königlichen Befehl zu sprechen, ehe es mir gelang, die Frau Ministerin zu bewegen, uns allein zu lassen. Das Vorkommen einer solchen Nötigung hatte seinerseits Verstimmungen zur Folge, die sich bei einer sachkundigen Behandlung der Dinge auf mein geschäftliches Verhältnis zunächst nicht übertrugen, aber doch die Ergebnisse unseres persönlichen Verkehrs beeinträchtigten. Frau von Müller empfing ihre politische Direktion nicht von ihrem Gemahle, sondern von ihrer Majestät, mit welcher Fühlung zu erhalten sie vor allem bestrebt war. Die Hofluft, die Rangfragen, die äußerliche Kundgebung allerhöchster Intimität haben nicht selten auf Ministerfrauen einen Einfluss, der sich in der Politik fühlbar macht. Die persönliche, der Staatsräson in der Regel zuwiderlaufende Politik der Kaiserin Augusta fand in Frau von Müller eine bereitwillige Dienerin, und Herr von Müller, wenn auch nur ein einsichtiger und ehrlicher Beamter, war doch nicht fest genug in seinen Überzeugungen, um nicht dem Hausfrieden Konzessionen auf Kosten der Staatspolitik zu machen, wenn es in unauffälliger Weise geschehen konnte. Der Justizminister Graf Lippe hatte vielleicht von seiner Tätigkeit als Staatsanwalt die Gewohnheit beibehalten, auch das Schärfste mit lächelnder Miene, mit einem höhnischen Ausdrucke von Überlegenheit zu sagen, und verstimmte dadurch die Parlamente und die Kollegen. Er stand nächst Bodelschwing am weitesten rechts unter uns und war in Vertretung seiner Richtung schärfer als dieser, weil er in seinem Ressort sachkundig genug war, um seiner persönlichen Überzeugung folgen zu können, während Bodelschwing den Geschäftsgang des Finanzministeriums ohne den willigen Beistand seiner sachkundigen Räte nicht beherrschen konnte. Diese Räte aber in ihrer politischen Auffassung weiter links standen als ihr Chef und das ganze Ministerium.